Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Trade and Sell, Dengokus kleine Tausch- und Verkaufsecke zur Vervollständigung meines Decks oder meiner Decks. Es sind einige Briefe gekommen in den letzten Tagen, ich habe die aber noch nicht aufgemacht, weil ich erstmal abwarten wollte, bis ein bisschen mehr da ist. Ich hoffe, dass da ein ganz bestimmtes Ding mit bei ist, und zwar eine Karte, die ich bei eBay bestellt habe. Für 52 Euro, ihr könnt ja mal raten, was es sein könnte. Wir beginnen aber erstmal mit dem hier von, der kommt aus Köln. Ja, machen wir mal auf. Open the brief. The letter. Okay, gleich ein paar mehr Höhlen. Was mag das nur sein? I don't know. Ich muss mir das auf jeden Fall merken. So, vier schöne Höhlen. Und hier sogar matt. Und da kann ich ja durchgucken. Wie doof. Kann man das sehen? Könnt ihr das sehen? Was mag das nur für eine Karte sein? Schauen wir gleich mal. Aber erstmal gucken wir uns den Brief mit der Zunge an. Der Zunge. Lieber Dengoku Senpai, hier sind die Karten, die du wolltest. Ich hoffe, sie bringen dir mehr als mir. Und vergesse nicht den Spaß. Der Spaß am Spiel ist, das zählt. Ist das, was zählt, wenn dann? Okay. Ich hoffe, dass du weiter so Erfolg hast im Netz. John Pierre 90. PS, danke für die tollen Videos. Yay. Schön, wenn ihr euch bedankt. Und ich liebe Briefe. Das habe ich schon tausendmal gesagt. Jetzt wollen wir erstmal gucken. Looky, looky machen, was da drin ist. Wir beginnen mit der hier. Eine von meinen Ones, wie es scheint, aber welche ist das nochmal? Ich habe natürlich alle Trades schon mal bereitgelegt und einen Zettel dazu gepackt mit den Karten, die ich für die Trades bekomme, damit ich das sofort losschicken kann. Und wir haben hier in Secret Rare den Sternzeichenkundler Ptolemy M7. Zweimal zur Stufe 6, voll geil. Für meine Monarchen. Du kannst ruhig ein bisschen fokussieren. Hallo, übertreib mal nicht. Naja, egal. Ihr könnt das ja so sicher auch erkennen. Muss ich nächstes Mal eine Box weniger nehmen? Hallo! Prügelt ihr euch mal nicht hier? Boah, heftig. Nami und ich Momok verprügeln sich hier gerade richtig. Egal. Ja. Cool, freut mich. Da habe ich den auch auf jeden Fall jetzt für mein Deck, für mein Extra-Deck. Cool. Was haben wir denn? Ich mache jetzt mal die Kamera hier einen runter, weil das ist echt zu hoch. Zu hoch. Das sieht schon ein bisschen better aus. Mal ein bisschen hoch hier. Moment, ist noch ein bisschen... Ach ja, die guten alten Vorbereitungen, wie wir es kennen und lieben von dem Dengoku Senpai. So. Okay. Packen wir dich mal hier unten hin. Kann man es besser erkennen. So, jetzt haben wir hier einen Bonus. Ist da noch ein Bonus? Jo, wir haben zweimal Bonus. Da machen wir jetzt erstmal einen Bonus, auch mal mit dem hier. Bin ich ja mal gespannt. Was das sein mag. Und es ist ein Gagagamagier in Ultimate Rare. Krass. Heftig. Ultimate, die ist bestimmt ein bisschen was wert. Ist auch ein netter Hexer auf jeden Fall. Einen netten Effekt. Kann seine Stufe ändern. So. Nee, nicht den Bonus als erstes. Erstmal hier, was ich noch an meinen Wands haben wollte. Es ist ein. Oder eine. Ein Gagaga-Cowboy. Yay! Cool, Gagaga-Cowboy. Jetzt habe ich ihn zweimal. Und ich glaube, zwei oder dreimal wollte ich den haben. Na, egal. Öfter ist natürlich auch gut. Umso öfter man ihn hat, desto mehr Decks kann man damit ausrüsten, weil es Level 4er. So. Und der Bonus ist ein Schwarzflügel-Elfin der Rabe. Mhm. Kenne ich überhaupt nicht. Ja. Es gibt ja viel, was ich nicht kenne. Ihr wisst ja, ich bin ein Noob, wenn es um neue Karten und sowas geht. Ich fuchse mich ja jetzt erst wieder richtig in Yu-Gi-Oh! Rein. So, das war der erste Trade. Fangen wir nach oben. Bloß nicht vergessen, dass das dazu gehört. So, jetzt machen wir einen zweiten Brief auf. Von jemandem, mit dem ich schon ein paar Mal getradet habe. Den Namen... Hallo! Ihr geht mir ein bisschen auf die Nüsse hier. Nami und Nepomuk. Jafen. So. Der ging einfach auf. Schauen wir mal. Er möchte einen Armageddon-Ritter haben. Okay. Den packe ich da, damit ich mir merken kann, wo der hingehört. Boah, geil! Oh! Photonstoß Rauschmeißer in Super Rare. Wie cool ist das denn?
zwei Monster der Stufe 6, also das heißt, zwei Monarchen müsste ich dafür auf dem Feld haben. Geil, guckt euch den mal an, ey. Haben mehr in Super Rare. Sexy, sexy, sexy mit einem Pokémon. Kleber drauf. Dialga oder Palkia? Eins von beiden auf jeden. Patsching! Sehr cool. Okay, der nächste Brief. Machen wir den hier auf. Ein eher größerer, aber der Name, der sagt mir gar nichts. Vielleicht ist das ja sogar der von eBay, auf den ich schon eine Weile warte. Für 52 Euro. Okay. Mit einem Brief. Oder auch nicht. Steht ja gar nichts drauf. Toll, ich weiß nicht, wer das ist. Und dann noch ohne Brief. Oh, da ist eine Karte. Ah, okay, den kenne ich nicht. Ja, keine Ahnung. Den habe ich mir nicht bestellt. Ich wüsste auch nicht, von wem der kommt. Vielleicht ist das ja. Oh, bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Oh yeah. Übischer Exitonenritter. Yay. Geil. Absolut geil. Alter, der ist aber total gebogen. Was ist das denn für eine Scheiße? Hume hat auch nochmal so einen Punkt drauf. Oh Gott. Und hier sogar ein Kratzer. Ich fasse das nicht. Na gut, für 52 Euro. Der ist ja mal teurer gewesen. Der lag ja bei 80. Egal. Ach ja, wenn ich gerade die Hülle hier so sehe. Diese Special Hüllen mit diesen komischen Dingen da drauf, ne? Wenn ihr davon welche übrig habt, die ihr nicht braucht, oder wenn ihr so eine Packung davon einfach nicht braucht, ich brauche die ganz, ganz dringend für ein Real-Life-Projekt. Nicht jetzt zum offiziellen Turniere spielen, weil dafür sind die zu dünn. Aber mit denen könnte man mit der Dual Disc was machen. Was sehr geil ist. Deswegen, wenn ihr die übrig habt, sagt mir Bescheid, ich möchte die gerne haben. So, noch eine Karte für mein Extra. Mein Extra-Deck wird ja immer besser. So, da brauche ich nichts zurückschicken, weil das ja eBay war.